da sind wir auch schon auf dem Schrottplatz hier in Dortmund. Man sieht es im Hintergrund vielleicht. Und zwar habe ich ja gesagt, wir brauchen noch einen Stecker für den Punto und deswegen suchen wir uns jetzt mal ein und schauen mal, was hier sonst noch so Schönes rumsteht. Also hier stehen auch immer viele Civics. Ja, und vielleicht finden wir noch das ein oder andere Teilchen. Ich würde sagen, ich schaue mal rum. Ja, hier gibt es ganz, ganz viele Autos, wo mein Herz blutet. Ja, also von daher ist das immer sehr interessant hier zu sein. Wir schauen einfach mal, ob wir direkt einen Punto finden. Also man sieht hier auch, Moment, ich schwenke euch einmal rum. Den alten Passat zum Beispiel. Das sind halt so die Autos, da blutet mein Herz quasi. Ja. So, ich guck mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, da ist auch schon das Objekt unserer Begierde. Wir gehen mal vorsichtig rein. Ja, guck mal. Also ich baue jetzt einmal den Tacho aus und hole mir den Stecker, den ich brauche. Dann haben wir jetzt das Teil gekauft. Das ist einmal hier dieser Stecker, weil ich ja da diese Klemme draus brauche. Hat jetzt 5 Euro gekostet beim Schrottplatz. Ja, ich hätte euch natürlich gerne noch ein paar Bilder gezeigt vom Schrottplatz. Das Problem ist allerdings, die Kamera geht langsam leer, beziehungsweise der Akku. Macht aber nichts, wir werden mit Sicherheit öfter noch hierher kommen. Die haben noch ein paar Puntos hier stehen, die haben auch ein paar Civics hier stehen. Also die haben super viel Auswahl an Fahrzeugen. Müssen wir mal gucken, kriegen wir mit Sicherheit noch ein paar Bilder hin. Spätestens wenn wir das nächste Auto kaufen. Hi und willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Wie ihr gesehen habt, war ich schon auf dem Schrottplatz, um einen Stecker zu besorgen. Für den Drehzahlmesserumbau, und zwar den hier. Ja, das ist ein original Tachostecker vom Punto, von dem wir quasi einmal so ein Kabel brauchen. Ja, einfach wegen diesem Schuh hier drin. Ja, dass wir das quasi einmal rausziehen können. Da muss ich noch zusätzlich im Baumarkt fahren, weiteres Kabel holen. Ja, also in diesem Fall habe ich quasi 2 Meter zum Preis von einem gekriegt, ja, weil ich das hier quasi einmal in der Mitte auseinanderziehe. Außerdem einmal hier die Verbinder und last but not least eine Crimpzange. Ja. Ganz einfach, damit wir das Ganze feinsäuberlich und ordentlich zusammenbauen können. Und gekostet hat der ganze Spaß insgesamt mit Stecker 20, 21 Euro. Tacho kommt noch dazu mit 15 Euro. Ja, eigentlich müsste man die Crimpzange mit 11 Euro wieder rausnehmen. Ganz einfach, weil man die sowieso ständig gebrauchen kann. Von daher nehme ich die da mal raus aus der Rechnung. Dann sind wir bei circa 20 Euro plus minus. Für den Tacho, den Stecker, da sind wir bei 20 Euro insgesamt schon. Ja gut, die Verbinder noch mit 5 Euro. Ja, 26 Euro für den Tachoumbau quasi jetzt. Das ist immer noch günstiger, als wenn wir eine externe Anzeige gekauft hätten, weil diese meistens doch deutlich teurer und vor allem hat es halt nicht so einen schönen clean Look, ne? Das heißt, jetzt kommt das Ganze quasi rein und es sieht aus wie OEM, ist ja auch OEM, und das heißt also, das stört mich dann auch nicht in meiner Gesamtoptik, ja, und für das fehlende oder für die fehlende Uhr habe ich mir auch schon was einfallen lassen, und zwar haben wir dafür hier ganz tolle neue Map Light zusammen mit der Uhr. Ich hoffe, dafür liegen die ganzen Kabel, wenn nicht, dann haben wir ein riesiges Problem. Weil da müsste ich die ganzen Kabel komplett neu ziehen und da hätte ich nicht so ganz Bock drauf, aber da schauen wir auf jeden Fall mal. Das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein. Mir fällt gerade auf, ich sage sehr oft M. M und ja und so. Warum sagt ihr mir das denn nicht? Ja? Das geht mir beim Schneiden schon auf den Sack, aber ich kann nicht anders. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall. Wir sehen uns in der Garage wieder, wenn wir das Ganze zusammenbasteln, ja? Und dann würde ich sagen, bis denn. Ja, unschwer zu erkennen, sind wir jetzt in der Garage. Ja. Ich habe den Fiat schon mal ein bisschen vorbereitet, das heißt mein Licht aufgebaut, einmal Motor aber auf. Also was jetzt im Grunde genommen passieren wird, ist folgendes, ich zeige euch das einmal. Diese schicke Blende kommt ab, darunter ist ein Stecker, den wir rausziehen werden und dort müssen wir ein Kabel einmal auftrennen und dann ein anderes Kabel hier hinten durch irgendwo in den Innenraum legen, um das dann hinterher an den Tachostecker anzustecken, und dann sollte es theoretisch so sein, dass ihr ein Drehzahlsignal bekommt. Ich würde sagen, das probiere ich mal aus. Ich gucke mal, ob ich euch irgendwo montieren kann. Ansonsten zeige ich euch zwischendurch ein paar Bilder. Also diese Blende hier ist ab und jetzt habe ich einmal unter diesem kleineren Kasten
das Teil hier rausgezogen, sodass wir an den Stecker hier kommen. Ja. Der lässt sich jetzt einfach nach unten hin lösen und einmal rausziehen. Ja, ich habe hier einmal die Isolierung runtergemacht, dann hier das blaue Kabel gefunden, also die blaue Ader gefunden, einmal getrennt und schon quasi vorbereitet. Da sieht man es, beide Enden sind ab, um das neue Kabel einzuspeisen. Und ich habe hier hinten noch großen Kabelblock weggenommen, einfach damit ich hier besser dran komme. Aber wie ihr das macht, das müsst ihr dann sonst schauen. Ich habe auch erst versucht, hier hinten diese Verkleidung da abzukriegen, die hier. Aber irgendwie wollte es nicht so ganz, ja. Deswegen machen wir das jetzt so. So, ein bisschen später. Ich habe das Kabel hier einmal fertig gemacht. Ist noch nicht ganz fertig, aber schick wird es nachher gemacht. Und bin dann hier mit dem Kabel einmal entlang. Und da unten bin ich dann quasi reingegangen mit dem Kabel. Ja, also hier ist so ein Gummistopfen. Und in diesem Gummistopfen, also mit dem Gummistopfen bin ich quasi in den Innenraum gelangt mit dem weißen Kabel. Das kommt ein bisschen weiter über den Pedalen raus. Und von da aus könnt ihr das dann direkt zum Tacho ziehen. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt gleich auch. Ich werde es jetzt mal sehen. Da bin ich auch schon wieder. Ich habe das jetzt einmal hier am Tacho entlang geführt und habe das hier einmal verbunden. Und zwar ist das der untere Stecker von den beiden. Das erkennt ihr auch sehr gut hier oben an diesen Teilen, welcher das ist, weil das passend sein muss mit den Aufnahmen am Tacho. Und dann in die ganz äußere, die noch frei ist, reinstecken. Ja, weil wie ihr seht, die andere Seite ist schon belegt. Ja, reinstecken. Ja, und dann ran an den Tacho. Und dann kommt der Moment der Wahrheit. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Beleuchtung funktionieren soweit. Jawohl, ja. Ja, im zweiten Anlauf war es dann doch kein Fail. Freut mich sehr tatsächlich. Ich werde jetzt nochmal schauen, warum die Airbag-Leuchte leuchtet. Aber das schaue ich dann ohne Kamera und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich zu Hause wieder. Bis gleich! Ja, und das war es auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie ihr gesehen habt, habe ich euch so grob gezeigt, wie man jetzt den Tacho ganz genau tauscht. Also, beziehungsweise was da jetzt wohin muss. Es funktioniert auch tatsächlich und ich freue mich. Ja, und Kimi hat jetzt endlich ein Drehzahlmesser in ihrem Punto, beziehungsweise im Winterauto, beziehungsweise einfach im Auto. Jedenfalls habe ich jetzt noch die Kilometeranzeige getauscht und ich werde mich jetzt informieren, wie das aussieht mit der Temperaturanzeige, denn ich habe euch ja erzählt, dass dafür auch was getauscht werden muss und ich hoffe, dass wir das dann bald auch machen. Ich bin jetzt erstmal mega happy, dass der Drehzahlmesser funktioniert. Ich habe das auch noch alles schick und schön gemacht, das allerdings ohne Kamera, weil, naja, wofür? Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja, da geht es dann diesmal wieder um den Civic. Wird auf jeden Fall cool. Wir bleiben beim Thema Tacho und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!